Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Der Fendt hat Zuwachs bekommen, oder zumindest sind neue Teile gekommen, eine neue Lieferung kam an. In dieser Lieferung wurde auch eine Korrektur bezüglich der Platte, ist also doch so rum, kommt sie dran, wie ich es schon gedacht hatte und wie ich es auch in einer vorherigen Ausgabe ja korrigiert habe. Jetzt kam auch der Zettel bei der Lieferung mit an, also nicht nur online. Ja, weiter geht's jetzt mit Ausgabe 32. Mal ein bisschen Platz machen. Der Kraft, das Krafthebergehäuse, der erste Teil. Ja, da gibt es ein bisschen was zu tun. Was haben wir denn? 1958. Ah, die Verkehrssenderkartei in Flensburg wurde am 2. Januar 1958 eingerichtet. Der ein oder andere wird sich darüber sehr ärgern. Gut. Ja, und nächste Woche geht es dann eben mit dem Krafthebergehäuse weiter. So, dann muss ich jetzt mal gucken. Welches ist denn das richtige Tütchen? Nee. Das ist es. So, Moment mal. So, jetzt haben wir eben schnell noch mein Nasenfahrrad geholt, weil ohne geht leider nichts mehr. Jetzt wieder mein Tütenöffnungswerkzeug. Funktioniert sehr gut. Und das sind alle Teile, die im Beutel sind. Mal schauen, was wir Schönes haben. Wir haben die Bodenplatte. Die ist schön aus Metall. Ist auch okay. Das ist das Kraftheber-Gehäuse. Das hat man aus Kunststoff gemacht. Schade. Hätte auch ruhig aus Metall sein können. Aber ne, was nicht ist. Hier haben wir Lagerhülsen. Ein Pedal. Ist das ein Pedal? Jawohl. Mit zwei Pedale. Die hat man aus Metall gemacht. Das ist schön. Wir haben diesmal dabei CP-Schrauben, EP und DP. Und hier habe ich noch zwei gefunden. Das sind dann Sperrhebel. Klein, niedlich, süß. Gut, wir brauchen als erstes die EP-Schrauben. An die Bodenplatte kommt dieses Gehäuse und zwar mit Seite da drin. Wir haben hier wieder diese Tiefung. Aufpassen, es neigt sich so ein bisschen hier zu verdrehen, dass es hier schön in einer Flucht ist. Gut, das war schon Bauschritt 2. Bauschritt 3 brauche ich CP-Schrauben. Dieses Teil mit der abgeschrägten Ecke,
kommt hier hin. Geht auch gar nicht anders, weil es würde, wenn man guckt, das andere Teil würde hier gar nicht hinpassen. Es hat zudem hier noch einen Stift, sehe ich gerade, der hier neben in das kleine Loch da reinkommt. Also nehmen wir das richtige Teil. Muss ich mal so zwischendurch gucken, dass ich auch im Bild bin. Vor lauter Freude, dass es jetzt wieder mit dem Bauen weitergeht. Achtet mal, ich achte, also ich, nicht Mann, sondern ich, ich achte da öfters nicht auf die Position des Bauteils im Bild. Aber ich bin ja lernfähig, also denke ich zumindest. So, jetzt haben wir hier Sperrhebel. Der kommt dann dieser hier. Und der passt hier in diese wunderbare, in diese Aussparung rein. Er wird auch mit einer CP-Schraube befestigt. Manchmal ein bisschen fummelig. Oder bis die Teile das machen, was man will. Kann schon manches Mal auf die Nerven gehen. Drüben hin. So, hier muss man jetzt aufpassen, weil der dreht sich ein bisschen. Wenn man den versucht, im angezogenen Anstand zu machen, dann besteht die Gefahr, dass man die abbricht, weil das ist ja nur Plastik, Kunststoff. Okay. Wir haben zwei Pedale, die für mich sehr identisch aussehen. Entschuldigung, ich habe mir die. Guckt mit dir hier an und ihr seht gar nichts. Also, das sind die Pedale. Ich finde jetzt keine Unterschiede. Ich finde keine Seitenmarkierung. Oh. Und wenn die das wohl schon irgendwie. Teil habe ich in der Bohrung einen kleinen Grat drin. So. So sehen die aus und die werden mit einer DP-Schraube befestigt.
der Seite. Die dann vielleicht noch ein bisschen leichter machen muss oder nicht. Ich glaube, da kommen Federn drunter. Ich habe da schon mal ein bisschen vorgelunzt. So, das waren die Arbeiten von heute. Suche ich mal, ob ich das mit meinem Handy hinbekomme. Einmal ranzoomen. So, dass es auch nicht so stark blendet. Jo, das sieht doch gut aus. Dann freuen wir uns auf nächste Woche, weil das war's schon wieder. Ja, ging mal wieder schnell, flott von der Hand. Dann wünsche ich euch alles Gute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, macht's gut, euer Rick.